So, meine Freunde, hier bin ich nun, der Ostdeutsche, der in den Westen zog. Ich bin heil angekommen und ich mache dieses Video eigentlich sogar später, als ich machen wollte. Aber Leute, ohne Scheiß, das ist einfach so ein fucking Aufwand, wenn man von einer Stadt in eine andere zieht. Holy shit, ich habe selbst nicht damit gerechnet, dass es so viel zu tun gibt, kann man schon fast sagen, so viel umzumelden gibt und so weiter. Also, es ist echt... man darf das nicht unterschätzen, ich kann euch bloß einen Tipp geben, wenn ihr umzieht von einer Stadt in die nächste, nicht bloß von einer Straße in die nächste, sondern komplett Stadt ummelden, dies, das. Nehmt euch Zeit dafür, es ist sehr, 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 sehr aufwendig. So, wie ist es mit den letzten Wochen ergangen? Ich wünsche euch erstmal ein gesundes neues Jahr, auch wenn schon fast 2 Wochen vom neuen Jahr rum sind. Sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Es tut mir leid, ich hatte viel zu tun. Bin jetzt seit dem 16., 17., 12. hier. In Duisburg bin jetzt meine Freundin gezogen und was gibt's zu sagen? Eigentlich nicht viel. Es hat eine ganze Weile gedauert, die ganzen Kisten auszupacken. Ich habe ja alles unterbekommen. Auch wenn man es nicht sieht, die Wohnung ist klein, aber trotzdem sehr groß, weil wir haben sehr, sehr viel Stauraum hier mit solchen Ikea-Regalen. Man kennt es vielleicht. Da ist übrigens meine Pokémon-Karten drin. Nee, da ist meine VR-Brille drin da unten. Okay. Irgendwo meine Pokémon-Karten sind hier irgendwo unten drin. Und ich habe alles unterbekommen, ein bisschen was steht noch im Keller in Kisten eingepackt, was ich jetzt eh nicht groß brauche. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ja, man sieht es vielleicht im Hintergrund, es sieht nicht mal so aus wie vorher. Es ist nicht mehr alles mit Neon und mit Gaming-Stuff. Es ist ein Wohnzimmer, Leute. Und ich will das Wohnzimmer jetzt hier nicht zutrümmern mit meinem Kram. Ganz, ganz logisch. Und von daher habe ich so ein bisschen was auf meinem Schreibtisch verteilt. Hier steht eine Marvel Funko von Iron Man. Und meine PlayStation damit, ihr vielleicht noch kennt, mit den, also diese LED-Lampe mit dem X-Kreis. Und Dreieck. Und ansonsten bin ich sehr, sehr glücklich mit dem Schreibtisch, wie er geworden ist, denn es sieht mal ordentlich aus. Wer meinen letzten Schreibtisch noch kennt, von vor 2 Monaten, das sah aus wie hingekackt und hingeschissen. Und ich habe jetzt sehr, sehr auf Kabelmanagement geachtet. Vielleicht mache ich mal noch ein Video, wie das Ganze aussieht. Kann euch das Zeug bloß empfehlen. Kabelmanagement-Sachen sind sehr, sehr angebracht. So was jetzt zum Beispiel für Kabel zum Langlegen. Ich habe hier 3 Ladekabel liegen. Ich habe hier so eine Ikea-Wandplatte, hier hängt mein Notizbuch, hier liegt meine Kamera, Stifte und Zeug, bisschen Kamera-Stuff, USB-Hub für mein MacBook. Hier ist noch so eine Platte, da hängen meine Gamepads dran und laden und chillen da ihr Leben. Also sehr, sehr aufgeräumt, ihr seht schon, hängt mein Headset. Und sehr, sehr, ich bin so schreibtischtechnisch angekommen. Ihr habt vielleicht auch schon gesehen, ich habe auch schon ein Video auf dem Gate to the Games Kanal hochgeladen und es werden dem, oder ein Video, 5 Videos sogar schon, es werden demnächst sogar noch einige mehr werden, denn ich will so ein bisschen mein Gate to the Games Game etwas weiter ausweiten. Ich habe jetzt über 1000 Online-Booster Packs, es ist einfach so jetzt ein Kanal-Update, was bei mir abgeht, ne? Also aber jetzt nicht zu viel. Nehmt euch Zeit, holt euch was zu trinken, keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt 1000 Online-Packs da hochgeladen oder abgescannt. Das ist ja das Schöne dran. Und das wird es demnächst geben, auf jeden Fall auf dem Gate to the Games Kanal. Da mache ich ein Tutorial-Video, was so die Einsteiger-Sachen sind im Pokémon-TCG mit richtigen Karten. Also nicht online erstmal, sondern mache das mit richtigen Karten, was Energiekarten sind und sowas. Was GX, was Wii sind, was allgemein die Karten ausmacht. Und... dann wird es noch ein Video geben zur Kartenseltenheit, also was Rainbow-Karten sind, Full Art, Secret Rare und so weiter. Das gibt es mal ein Update-Video. Das letzte ist, glaube ich, schon 5 oder 6 Jahre alt. Und das wird mal Zeit, ein bisschen was da neu zu machen. Und das sind so meine Werdegänge jetzt erstmal auf dem Gate to the Games-Kanal. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was anderes. Mal gucken, auf was Gate to the Games und ich da Bock haben. Und was kommt hier auf dem Kanal? Ich werde auf jeden Fall erstmal dieses Video hochladen und ihr habt ja schon gesehen, dass ich die letzten Wochen sehr, sehr vermehrt die erste Soling von Albi und mir damals, Rest in Peace, also nicht Rest in Peace, Albi ist nicht gestorben oder so, aber schade, dass das Projekt nicht mehr so existiert, hochgeladen habe. Und ich habe jetzt die zweite Soling auch gefunden. Ich habe die schwarz und weiß Folgen gefunden. Problem ist, großes Problem daran ist, was ich echt scheiße finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die ganzen Thumbnails nicht mehr. Und ich habe auch die PSD-Datei nicht mehr zu den ganzen Thumbnails. Also wer eventuell meinen Kanal gestalkt hat und die Bilder gespeichert hat, keine Ahnung, meldet euch bei mir. Fände ich sehr toll. Ich denke nicht, dass es noch irgendjemand die Thumbnails am Start hat. Wenn ich sie nicht selbst nicht mehr habe, dann hat sie wahrscheinlich niemand mehr. Und
Ich werde nochmal auf die Suche gehen und durch meine ganzen Festplatten. Ich habe ja hier noch meine 4 TB externe Festplatte angesteckt. Ich hoffe, dass ich es vielleicht noch finde. Ich habe es auch schon alles hochgeladen. Es sind auch nochmal 33 Folgen. Und ich wollte es einfach komplett haben. Ich wollte es alles online haben. Also wenn ich sie nicht finde, werde ich die ganzen 33 Videos löschen. Werde ich wahrscheinlich auch die ganze Schwarz-Weiß Soul Link von meinem Kanal runternehmen. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil da steckt sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Liebe drin. Und vor allen Dingen sehr, sehr viel Arbeit. Denn die ganzen Sachen schneiden und rendern hat echt sehr, sehr viel Zeit verschlungen. Und schade, dass es das so nicht mehr gibt, dass er die ganzen Videos da mal drunter genommen hat. Aber man kann es nicht ändern. Es ist nun mal so. Und ja, ich hätte halt gerne ein Comeback gehabt für den Kanal, dass es halt eine komplette Playlist ist mit allen Teilen. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Ich habe wenigstens die erste Soul-Link dann noch da. Und ihr könnt euch angucken, die komplette Playlist ist auch geupdatet, also in der richtigen Reihenfolge. Ihr könnt euch das alles nacheinander gucken, dass die Folgen auch passen. Und danke für die Klicks da drauf. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich das doch noch so viele angucken und so viele da kommentieren. War auf jeden Fall eine schöne Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht gibt es sowas in irgendeiner Form nochmal irgendwann, aber dann weitaus entspannter und nicht mehr so auf Press, sondern wird das vorher schon weitestgehend produziert, dass es dann sehr, sehr entspannt läuft mit dem Hochladen. Und was habe ich Bock auf dem Kanal? Ich kann es euch gerade ehrlich gesagt echt nicht sagen. Ich bin so ein bisschen ziellos, will mich nicht in die Ecke drängen lassen und auch so ein bisschen plattformlos. Denn, wie fange ich das am blödsten an? Also ich habe schon Bock, was auf YouTube zu machen und auf Twitch. Also wem ist bloß, dass ich nicht wirklich Bock habe auf die ganzen Twitch-Richtlinien und das, was da abgeht. Also ich will jetzt keine Sexismus-Debatte hier anfangen, das ist vielleicht was für ein anderes Video. Aber ja, man hat es vielleicht mitbekommen, die letzten Wochen und Monate, wenn dann eine Streamerin ihr Gemüs zeigt und dafür 3 Tage gebannt wird und andere Monatsbann kriegen, weil sie auch so sehr auf der Pornoseite gelandet sind oder ein Abonnent hat irgendwas geschickt und du klickst auch so sehr drauf, bin ich das schon sehr, sehr ungerecht. Fand ich den anderen Gegner diese ganze Twitch-Scheiße tierisch auf den Senkel eigentlich. Ich mag die Plattform, ich liebe Twitch. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit auf Twitch verbracht mit euch zusammen. Und viele sind noch von Twitch auf meinen Kanal gekommen und von meinem Kanal auf Twitch gekommen. Und es war echt eine schöne Zeit, aber momentan geht man so diese Twitch-Guidelines und dieses, alle fühlen sich von allen angegriffen und wir lassen alles durchgehen, solange es eine Frau ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ungerechtfertigt und ungleich behandelt wird, aber ich finde, man sollte schon das ein bisschen gerechter behandeln oder die Leute ein bisschen gerechter behandeln. Ich meine, wenn jetzt eine Frau da sitzt und hat den Ausschnitt bis zum Bauchnabel und geiert auf Twitch nur um Cash, weil das nichts mit der Plattform an sich zu tun, dann sollte auf YouTube, sollte auf YouPorn gehen, sollte auf OnlyFans gehen, ist mir scheißegal, aber es zieht so ein bisschen den Ruf der Plattform in den Dreck, wenn sowas dann 3-Tages-Bann bekommt, andere bekommen Monats-Bann oder Perma-Bann, wegen Sachen, die nicht so krass sind. Also ich finde schon, Gemüse zeigen auf Twitch ist schon echt heftig und wäre ich da Mod gewesen, also wäre ich da in dem Team gewesen, ich hätte das nicht so einfach durchgehen lassen, durchgewunken mit 3-Tages-Bann. Hätte dann einen ganzen Monat, wenn ich sogar Perma-Bann gegeben, aber ja, bin ich schon, der das beurteilen kann. Ich finde das nur sehr, sehr ungerechtfertigt. Deswegen bin ich echt hart am Überlegen. Nein, ich bin nicht echt hart, ich bin echt hart am Überlegen. Ob ich Twitch weiter als Streaming-Plattform nutzen möchte oder ob es nicht vielleicht intelligenter ist, einfach komplett alles auf YouTube durchzuziehen. Und man hat kein Kopfschmerzen mehr. Man hat bei YouTube klare Richtlinien, was geht nicht. Nicht dieses, kommst du damit durch, kommst du damit nicht durch, darfst du das sagen, darfst du das nicht sagen, du hast die Guidelines für alles, gilt für alle die gleiche Regeln. Und ist so ein bisschen mein Überlegen gerade, ob ich wirklich auf Twitch nochmal anfange, was zu stoppen, oder ob ich komplett einfach auf YouTube durchziehe und einfach alles only auf YouTube mache. Ich werde den ganzen Kanal eh nochmal, was den Banner angeht und sowas umbauen. Ich will nicht mehr only Pokémon machen. Klar wird es wird immer Pokémon-Content geben. Pokémon ist Liebe für mich. Ich liebe die Spiele, ich liebe das TCG. Ich habe angefangen wieder Pokémon Go sehr, sehr aktiv zu spielen. Das letzte anderthalb Jahre kann man schon fast sagen. Ich spiele momentan wieder Pokémon Masters, also es ist schon so. Pokémon wird es immer geben auf dem Kanal. Irgendwo wird es Pokémon immer geben, entweder mal ein Opening. Ich werde jetzt auf Get to the Games auch meine ganze Kartensammlung hochladen und vielleicht mal hier auch nochmal, keine Ahnung, mal gucken. Aber Pokémon wird es immer geben. Ich will noch weg von diesem, ich muss Pokémon-Content machen, weil es ist ein Pokémon-Kanal. Ich sehe das bei anderen Kanälen
Und ich habe einfach keinen Bock mehr, sämtliche Scheiße aus den Fingern zu saugen, nur um hier Content zu bringen, dass die Leute da bleiben und am Start sind und Sachen gucken. Nur um des Spielwillens. Also ich will nicht sagen, es ist ein Pokémon-Kanal, ich muss jetzt Pokémon-Videos zu Sache XYZ machen. Ich will Pokémon-Videos machen, wenn es angebracht ist. Ich will zum Beispiel noch eine Reaction machen auf mein Pokémon-Review damals, von vor über einem Jahr, mit den DLC-Sets. Habe ich mir lange vorgenommen, werde ich auch noch machen. Ich will eine Reaction machen zu meinem ersten YouTube-Video, was Pokémon angeht zum Beispiel, zum ersten Pokémon-YouTube-Video und zu meinem ersten allgemeinen YouTube-Video, was noch zu finden ist. Auf dem alten Kanal. Also zu peinlich. Ja, auf sowas habe ich Bock, aber ich habe nicht Bock, Pokémon-Content nur des Spiels wegen zu bringen oder weil Pokémon gerade Kuchen, Sammler, keine Ahnung, XY rausbringt, das dann permanent zu spielen oder zu zeigen oder so. Es bockt mich einfach nicht. Ich werde wahrscheinlich Pokémon Unite, wenn es rauskommt, mal angucken, mal antesten. Weil ich allgemein nichts gegen MOBAs habe, aber ich mag bloß diese League of Legends Scheiße nicht, weil da gibt es sehr, sehr viele dumme Menschen. Dem werde ich eine Chance geben. Ich werde mir Pokémon Snap angucken, auf jeden Fall, wenn es rauskommt. Ich habe auch Bock, wenn die neuen Remakes, und ich hoffe, dass neue Remakes kommen dieses Jahr, endlich die Diamant-Pearl-Remakes spielen. Das wird es auf alle Fälle geben. Aber Competitive in Gen 8 ist für mich persönlich relativ tot. Vielleicht mache ich nochmal eine Staffel Road to Master. Mal gucken, wenn ich wirklich Bock habe und mal wirklich dazu komme, hier meine PK-Hex-Switch wieder zu benutzen. Die liegt hier unter dem Tisch. Und dann ja, aber ich würde mich gerne auch auf andere Spiele beziehen und auf andere Spiele aufmerksam machen. Teilweise Indie-Spiele, teilweise Spiele, die mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde gerne mehr Sachen mit meiner Freundin auf YouTube machen und da gucken, dass wir irgendwas auf die Beine kriegen. Ich hatte schon letztens eine sehr lustige Formatidee. Mal gucken, dass wir das die nächsten Wochen mal gehuckt kriegen. Könnte also sehr spaßig werden. Und nein, kein YouTube-Bullshit oder so Mist. Also nix Bodensatz-YouTube-mäßiges, sondern eher was Lustiges. Ja, ich hab viel Lust, was zu machen. Die Sache ist halt bloß, was machst du? Machst du Streams? Machst du Videos? Machst du Reactions? Was gut ankommt? Aber ich will meinen Content nicht auf den Content von anderen aufbauen, das ist halt auch das andere. Machst du bloß ein Spiel? Machst du mehrere Spiele? Ich will auf jeden Fall wieder so zurück, dass man merkt, dass es mein Kanal ist. Ich will Sachen machen, die mir gefallen, die ich gerne mag. Es ist vielleicht doch einfacher, Themenkanäle zu machen, wenn du Sachen hast wie Filme. Du hast halt so viele Auswahl an Filmen, da hast du nicht bloß, okay, ich gucke mir jetzt bloß Marvel-Filme an, kannst vielleicht einen Comic-Kanal machen, aber selbst bei Marvel hast du so viel Auswahl an Figuren und Sachen, über die du reden kannst, aber Pokémon bist du immer darauf beschränkt, es kommt gerade ein Spiel raus, das ist im Hype, es kommt das raus, das ist im Hype, es kommt immer ein bisschen was raus, aber nie irgendwas, wofür ich jetzt den ganzen Kanal füllen könnte und jeden Tag ein Video rausbauen will. Ich bewundere jeden, der es schafft, wirklich gute Videos rauszuhauen. Ich habe letztens ein Video von Balzi gesehen mit zu jeder Generation was Positives und was Negatives sagen. Fand ich sehr, sehr gut die Idee. Vielleicht ein bisschen lang mit knapp 20 Minuten. Sagt er und nimmt 13 Minuten auf. Aber ja, gute Idee, cooles Format. Sowas kann man auf jeden Fall machen, aber ich finde nicht, ich muss jedes Pokémon-Spiel 3000 Mal durchspielen in seiner ROM-Variante, gehackt auf das und das oder auf das und das. Ihr wisst, wohin es läuft, Leute. Also Pokémon ja, aber nicht auf Brechen und Biegen. Oder auf Biegen und Brechen? Biegen und Brechen, dachte ich. Ja, das ist so. Alles und doch nichts. Also ich habe sehr, sehr viel Bock, YouTube und Twitch zu machen. Und YouTube zu machen und Streams zu machen. Aber ich weiß nicht, wie ihr diese Twitch-Angelegenheit seht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Welcher Content euch, welche Spiele euch vielleicht mal interessieren würden. Ich habe früher ganz gerne eine Stunde mitgemacht. Also so eine Stunde Gameplay von einem Spiel, was ich da habe. Einfach ein bisschen was dazu erzählt und gut. Wenn die Leute es sehen wollten, dann ein bisschen mehr. Wenn die Leute es nicht sehen wollten, dann ein bisschen weniger oder dann bloß wirklich die Stunde. Ja, keine Ahnung. Ich habe sehr, sehr viel Lust, was zu machen. Sehr, sehr viel Interesse für vieles, aber ich weiß nicht so genau was. Und ich werde mir da die nächsten Wochen noch bestimmt oder nächsten Tage bestimmt noch klar werden. Ich werde auf jeden Fall die Gator Games Videos demnächst in Angriff nehmen. Wahrscheinlich diese Woche sogar noch. Und dann nächste Woche spätestens anfangen wir mit diesen Reactions, was ich echt sehr, sehr interessant finde, was ich damals gesagt habe, vor allem in deinem Review. Ich weiß es nicht mehr und ich werde es mir nicht mehr angucken jetzt vorher. Ja, seid auf jeden Fall gewiss, dass ich jetzt in Duisburg angekommen bin. Ich bin jetzt ein Westdeutscher. Yeah, kein AfD-verseuchtes Bundesland mehr. Ich fühle mich sehr wohl. Jetzt heißt es natürlich auch Job finden und alles drum und dran. Das steht jetzt als nächstes noch bei mir an, so nebenbei. Bin auf jeden Fall erstmal noch
finanziell relativ abgesichert bis November diesen Jahres. Also ich kann mir Zeit lassen, muss nicht jeden Mist annehmen, sondern kann wirklich gucken, was interessiert mich, auf was habe ich Bock, vielleicht mache ich noch was komplett anderes, gehe in eine komplett andere Richtung, Umschulung etc. pp. Mal gucken, wo mich der Weg hinführt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv angetan und sehr, sehr gute Dinge. Ich mag die Stadt, ich wohne gerne hier, ich mag die Wohnung, ich habe mir das letzte Jahr fast meine ganze Freizeit verbracht, wenn ich frei hatte. Und von daher, ich bin soweit happy. Es wäre jetzt bloß schön, wenn auf YouTube jetzt wieder langsam die Sachen anrollen. Habe wie gesagt viel Lust, was zu machen, aber sehr, sehr viel Lust, mit meiner Freundin was zu machen, weil sie auch, wie ich gemerkt habe, schon in den Streams damals, wo wir die gemacht haben, sehr, sehr mit euch klarkam und ihr gut mit ihr klarkam. Also von daher denke ich mal, dass es eine gute Kombination wäre und dass es lustig wäre, vor allen Dingen. Und ich will euch jetzt nicht weiter eure Zeit stehen, das waren jetzt 15 Minuten von mir. Mir geht's gut, ich hoffe, euch geht's auch gut. Bleibt bitte gesund, ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, gut ins neue Jahr reingerutscht. Wenn ihr euch was vorgenommen habt, zieht's durch, bitte zieht's für euch durch, nicht für andere, zieht's für euch durch. Und ja, das war's jetzt erstmal von mir. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Ich bin da sehr, sehr offen, wie gesagt. Also haut raus, was euch bewegt, was, um was euch durch den Kopf geht, was ihr euch für den Kanal vielleicht wünschen würdet. Und ihr könnt das sehr, sehr gerne diskutieren und drüber reden. Vielleicht kommen auch jetzt Ideen, die ich niemals gedacht hätte. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.